20 Grad warmes Wasser im Lüchener Zenzsee, das lockt schon morgens Schwimmer an, vor allem einheimische Nacktbader. Man kennt sich, manche kommen jeden Tag auf eine Erfrischungsrunde her, ohne Badehose. Es ist natürlich schöner, frei, also komplett frei zu baden, weil das Körpergefühl einfach ganz anders ist. Wenn man aus dem Wasser kommt, dann fühlt man sich freier, man trocknet sich ab, man muss sich nicht irgendwelche Sachen ausziehen, die ja dann immer logischerweise kleben und es ist auch unangenehm. Es ist einfacher halt, ne? Doch dieses Vergnügen kann nun richtig teuer werden, bis zu 500 Euro Bußgeld. Denn ab sofort gilt erstmals in Lüchen eine Badeordnung. Und die weist alle 7 Badestellen des Urlaubsortes als Textilstrände aus. Ist die Stadt prüder geworden? Es sind wahrscheinlich zu viele geworden. Und wenn man dann am Strand das eben so ausweitet, dass man nicht nur nach Bahn geht, sondern eben auch dort, weiß ich, Volleyball spielen möchte oder ähnliche Sachen oder Yoga macht, das hat wahrscheinlich das so ein bisschen zum Überkochen gebracht. Die Schilder werden in den nächsten Tagen aufgestellt, so auch am Kronsee, wo es zuletzt immer öfter Beschwerden über Nackte gab. Für die Badeordnung direkt war ich nicht, aber ich habe es mitbekommen, ohne diese Badeordnung hat man keine Möglichkeit, Leute vom Platz zu verweisen und zu sagen, direkt passen Sie mal auf. Sie haben ja die schöne Möglichkeit, Bahn zu gehen, Sie haben wunderbares Wasser, Sie haben wunderbare Landschaft und Sie müssen sich einfach an bestimmte Gegebenheiten halten. Doch betroffen sind nun eben auch die Gewohnheitsnacktbader vom Zenzsee. Sie sollen an versteckte Waldbadestellen ausweichen, sonst droht Bußgeld. Aber temporär ist es schon eine Einschränkung irgendwo. Wenn man weiß, dass man mit irgendwas rechnen muss und nicht versteht, warum. Eine öffentliche Diskussion um die Details der Badeordnung gab es im Vorfeld nicht. Dabei gibt es Vorschläge wie eine Zeitregelung. Dann würden die Leute, die hier morgens um 8 hingehen, schon erstmal keine Ordnungswidrigkeit begehen. Das wäre ein Kompromiss, mit dem vielleicht viele leben könnten. Ich persönlich denke, wir hätten auch ohne Verordnung die Konflikte lösen können. Doch die Lüchener Badeordnung ist, wenn auch mit knapper Mehrheit, beschlossene Sache. Ja, es kann eben nicht für jeden alles passen, ist leider so. Das Ordnungsamt soll nun verstärkt Badestellen kontrollieren. Die Bader vom Zenzsee gehen trotzdem noch nackt ins Wasser.